Das ist die rosarote Panther-Box. So, da ist sie. Ich werde sie jetzt mal kurz präsentieren am Boden. Also da sind etliche Filme drin und diese Box hat, die hört gar nicht auf. Hier. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 DVDs. Es sind, glaube ich, 5 Filme und eine Special. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Achtung, vor mir alles zusammenfällt. Es ist jetzt folgendermaßen, dass es da einen Film gab, der heißt, ja, da habe ich eben nur die Französische, es tut mir leid, Die Rückkehr des rosaroten Panther, wenn ich das jetzt mal, ich kann kein Französisch, aber ich mag Französisch, sowohl als auch. Ja, also Französisch ist nicht schlecht. Auf jeden Fall gehört er eigentlich, glaube ich, an Platz 2. Aber die Rechte hatte hier in dem Fall Universal. Und die haben es dann eben nicht erlaubt, ihn hier in die Box mit reinzubringen. Das heißt, der Vollständigkeit halber, muss man aber dazu sagen, hier haben wir noch einen von MGM, Inspector Clouseau. Und der gehört ja auch da rein. Da macht natürlich der Alan Arkin, macht da den rosaroten Panther. Und ich finde, er macht es eigentlich ganz gut, aber er kommt nicht an Peter Sellers ran. Aber es ist nur so, dass man eben das nur vollständig hat, wenn man alle hat. Also das heißt, man braucht diese Box. Man braucht diese Box und die beiden Filme, damit man alle rosaroten Panda-Filme hat. Mittlerweile gibt es vielleicht eine neue Box. Vielleicht sind die Rechte mittlerweile anders verteilt, dass im Endeffekt jetzt alles in einer Box zu haben ist. Aber damals war es eben so, dass ich mir den aus Frankreich bestellen musste mit der deutschen Tonspur. Mittlerweile gibt es ihn auch im deutschen Cover. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgekauft. Und bei dem hier, das ist die deutsche, ja. Also das zu dem Thema rosarote Panda. Alte Klassiker.